Yo YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Wir machen heute mal wieder V1 Custom Games. Ich habe meiner Community gesagt, sie dürfen nur den neuen Speer verwenden. Sie dürfen damit schlagen, sie dürfen ihn werfen. Ich bin sehr, sehr gespannt. 44 Leute auf einer Rebirth Island Karte und dürfen alle nur den Speer verwenden. Und wir haben Futzen in dieser Lobby drinnen. Das heißt, wir haben einen World Series of Warzone Spieler hier drinnen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie er sich schlagen wird. Schlagen ist natürlich ein gutes Stichwort, weil bis du das loaded hast, darfst du nur mit den Fäusten schlagen. Nur mit den Fäusten schlagen. Das heißt, alle versuchen jetzt so schnell wie möglich einen Loader dran zu bekommen. Oh, hier gibt es schon die erste Schlägerei. Tatsächlich noch keine Schlägerei. Okay, ich dachte schon. So, ich versuche hier Futzen zu bekommen. Vielleicht finde ich den. Dieter hier oben am Campen. Blue Wolf hat direkt schon eine Loadout-Kiste gefunden. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Oh mein Gott. Oh, nice. Vierter Kill. Wo futzen wo? Nein, 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 ist viel wichtiger gerade. Viel wichtiger hier gerade, Blue Wolf. Viel wichtiger Blue Wolf, vertraut mir. Ah, hier dann noch drei Speere, okay. Du hast drei Speere, hast du. Du darfst immer nur zwei werfen, weil sonst verlierst du nachher deinen dritten auch noch. Und das willst du auf gar keinen Fall. Du willst mit deinem dritten unbedingt schlagen. Er spielt Battle Royale, also ist nicht der erste echte Futzen, oder was? Oh mein Gott, wie weit? What the fuck, wie weit hat er gerade geschlagen? Oh mein Gott, was war das? Nein, no way. Ist das kacke. Ist das kacke, was sehe ich hier? Ja, easy kill, easy kill. Gegner hat nur Fäuste, gar keine Chance. Oh, Bro, das ist... Hallo, hallo, chill mal. Ist das krank, Alter, ist das krank? Gegner gar keine Chance, wenn die nur Fäuste haben. Bro, was willst du da machen? Wie OP ist das? What the fuck? Oh mein Gott, nice one. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott! Ist das krank? Da war gerade alles los. Was war das? Alter. Fetzerei oben auf dem Wasserturm. Krank. War der Team in die jetzt? Er lässt sie leben. Arke Nummer 1 gegen 1. Ach, die Kackfahrzeuge. Ja, ich habe vergessen, Fahrzeuge nicht zu erlauben. Ich bin ein Idiot. Fahrzeuge sind halt easy kill so. Fäuste leider so krass Ping-Base, das ist immer so relativ random. Du musst halt immer die erste Person sein, die schlägt. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen eine Taktik zu, weißt du, so ein bisschen wenigstens. Ey, übrigens gerne, falls euch solche Art von Videos gefallen, gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mal bei V1 Custom Games mitmachen wollt, dann kommt gerne auf Twitch vorbei, erster Link in der Videobeschreibung. Dort machen wir nämlich jeden Sonntag um 18 Uhr machen wir Custom Games. Und da können alle von euch mitmachen. Richtig von hinten gepusht. Die Gegner haben richtig Bock. Ich glaube, der Gegner hinter mir hat einen Speer, oder? Irgendwas habe ich gerade gehört. Okay, Gegner hat locker gelassen. Gegner hat locker gelassen. Blue Wolf jetzt wieder. Der ist jetzt komplett im Blender. Er ist jetzt komplett aus dem Flow raus. Nachdem er einmal überfahren wurde. Hat aber sein Loadout wieder. Hat sein Loadout. Easy. Es ist krank. Oh mein Gott, die Attacke von oben. Assassin's Creed. Nein, der erste ist irgendwo hingegangen. Wie hat Blue Wolf das verloren? Der wurde komplett gescampt. Ich schwöre, er wurde gescampt. Nicht Deki, was ein Name. Was? Der Name ist crazy, Alter. Der Name ist crazy. Das heißt, wir haben Fake Deki hier drin und wir haben Fake Futzen drinnen. Da ist wirklich alles falsch hier gerade. Echt nix. Aber was sind das für Namen heute? Was sind das für Namen? Oh mein Gott. Sehr stark gemacht von Hacknix.
Sehr Coke jetzt mit der Attacke. Wird angegriffen, mir wird attackiert. Kann abschauen, kann nicht abschauen, kann abschauen, kann nicht abschauen. Was machst du? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was Coke gemacht hat. Ich kann es wirklich nicht sagen. Jochen Spreitzer jetzt. Jochen Spreitzer hat alle drei Speere weggeworfen, obwohl der Gegner nur vor ihm liegt. Meint ihr, Jochen weiß, dass man auch einfach nur schlagen kann? Ich nehme alles zurück. Ey, sorry, dass ich was gesagt habe, Jochen. Jochen, es tut mir leid, ja, es tut mir leid. Ich wollte nichts sagen. Ich wollte nichts sagen. Sorry, dass ich deinen Playstyle disrespected habe. Sorry, tut mir leid, ja, tut mir leid. Stark gemacht, stark gemacht. GG's. Der zweite war wirklich krass. Aber weiß er, dass man damit auch einfach schlagen kann? Er weiß es nicht, glaube ich, oder? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Er könnte einfach schlagen jetzt. Stattdessen schlägt er mit den Fäusten. Wie dumm. Er weiß es nicht, glaube ich. Was macht er denn? Wieso schlägst du nicht einfach? Jochen, Rechtsklick. Ich schreibe mir das hingegen rein. Oh, er weiß es. Er weiß es, er weiß es. Er hat es herausgefunden. Gegner chased, Gegner chased. Oh, im Wasser ist Kacke jetzt. Was ist das für ein Name? Oh mein Gott. Phoenix, 4 Kills. Hier wird's wild, hier wird's wild. Oh, sehr stark gemacht. Wusste nicht Aquaman. Chill mal jetzt. Mit deinem Dreizack. Da fehlt wirklich ein Dreizack-Skin, oder? Bei dem Speer könnte man so viel mehr machen, was die Skins angeht. Da fehlt wirklich ein Dreizack. Das wäre doch so cool, oder? Die sollten wirklich so einen Aquaman-Skin einfach reinbringen. So einen Operator-Skin. Und dann einen Dreizack dazu machen. Er hat wieder seine ganzen Speere verworfen. Da kommt safe was, ja? Hatte 8 Kills mit dem Ding, geil. Phoenix weiß auch schon wieder nicht, dass man einfach schlagen kann mit dem Ding. Will schon wieder einfach auf Werfen gehen, weiß nicht, dass man schlagen kann. Ironix, ja, mit 2 Kills. Armin auch wieder drin, war letzte Runde schon drinnen. Alter, hier wird kurz die Animation angeschaut, die ist aber schon sehr, sehr clean, muss man sagen. Oh, die ist geil, sehr coole Animation. Komm Armin, mach mal was Cooles jetzt. US. Nein. Chill auch mit V1 im Klantec. Martin EU mit 5 Kills schon. So, warte, ich möchte auf irgendwen switchen, der so Gegner um sich herum hat. Leon hat vor sich einen. Tadellos hier oben drauf. Ist voll am Viben. Tadellos macht wirklich. Muss noch nichts machen. Oh, close one. Easy kill, easy kill, easy kill, easy kill, easy kill. Sehr stark gemacht von Tadellos. Noch einer, noch einer. Mein Gott, was passiert hier? Movement, TikTok-Movement. Was machen die? TikTok-Movement, alles, alles falsch. Was passiert hier? Ich bin so verwirrt. Blue Wolf, bist du schon wieder an falsch angestorben, ja? So ein Bauer und ein Rechen. Boah, das wäre auch cool. Komm. Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, dass das jetzt funktioniert. Kann auch nicht an die Loadout-Kiste scheinbar. Sehr stark gemacht. Ihr seid nicht stark gemacht. Ultra stark gemacht. Hat gewartet, bis der Gegner hochkommt. Hat ihm dann einmal den Speer ins Gesicht geworfen und danach einfach direkt geschlagen. So stark gemacht. So stark gemacht. Was passiert hier? Was macht die Mayonnaise hier hinten? Warte mal. Was macht Mayonnaise 09? Ist Mayonnaise tot? Mayonnaise in Timeout? What is happening? Frage ist dann halt auch einfach, ob Mayonnaise auch ein Instrument ist. Reaper ist auch gerade disabled. Okay, Mayonnaise hat es nochmal reingeschafft, aber wird wahrscheinlich jetzt aufklatschen, oder? Ja, wird aufklatschen. Unlucky da. Ja, ist hier vorne aufgeklatscht. Oh, über Roads, über 250 ist ein Gegner. Nice, easy kill. Sehr stark gemacht.
So, Joel mit dem Quad. Junge 69. Ich bin Junge 69. Was ist das für ein Name? Wie kommt man auf sowas? Man stellt sich einen neuen Account, einen neuen Activision-Account. Activision fragt dich, hey, was willst du für einen Username haben? Und er denkt sich, Alter, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wie wär's mit Ich bin Junge 69? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So stark gemacht. Holy shit. Sehr stark gemacht. Let him cook, Alter. Let him cook. Nein, es ist kacke, Steven. Tiki-Taka. V1 Tiki-Taka am Rand der Zone. Muss absolut nicht moven. Ist auch am Laggen tatsächlich. Links ein Gegner. Den könnte er easy holen. Der liegt einfach nur. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, oh. TikTok-Movement, TikTok-Movement. Der hat zu viel Deki geschaut. Hier vorne wird gefightet. Nice, easy. Tiki-Taka mit dem 6. Kill. Hat hier irgendwer so richtig crazy viele Kills. Wir haben einen Kill, wir haben 3 Kill bei British Hunter. Kuhschubs Clan 5. Wildkätzchen 1. 3 bei Dieter. 2 bei Larry. Hacknix 4. M mit 6 Kills. Dabei M mit den meisten Kills. Was machen die Teammitglieder? Scam, Scam, Scam. Komm, 1 gegen 1 mit 7 Kills. Macht Heliplay tatsächlich. Also der macht einen auf ganz, ganz ekelhaft. Einen auf ganz, ganz ekelhaft hier tatsächlich. Oh, oh, Gegner rennt out of zone. Der hat gar keinen Bock auf den Fight. Nein, er hat keinen... Er hat seinen Speer weggeworfen. Seinen letzten Speer. Was machst du denn? Warum wirfst du deinen letzten Speer weg? Er kann dann jetzt nicht mehr fighten. Das ist komplett dumm geregelt gewesen. Er hat keinen Speer mehr. Was machst du jetzt? Du musst jetzt den Speer von ihm nehmen. Oder auch nicht. Komm, 1 gegen 1 mit 9 Kills. Das ist so ein krasser Heli-Play hier gerade. So ein krasser Heli-Play. Heli zu spielen, wenn keiner Waffen hat, ist so smart eigentlich. Das ist richtig smart. Nice one. Jetzt rausgesprungen, kein Heli mehr. 9 Kills. 9 Kills. Was kann er jetzt hier machen? In der Mitte der Zone, hat wirklich alle Zeit der Welt. Muss noch nicht wirklich moven, hat noch ein paar Leute, die hinter ihm rein moven müssen. Oh Gott, oh Gott. TikTok-Movement, jetzt TikTok-Movement. Verdientes Halsmaul bekommen. Ganz verdientes Halsmaul bekommen. Ach du Scheiße. Hacknix mit 4 Kills. Cello schon vorgemoved tatsächlich. Aber viel zu früh vorgemoved, oder? Nein, ist noch drin in der Zone. Wichtig. So, Hacknix 4 Kills. Hat neben sich einen in der Hütte und einen, der noch reinmoven muss an den Stairs. Wer gewinnt das Ding? Ich setze mein ganzes Geld auf Hacknix tatsächlich. Mein ganzes Hab und Gut. Oh, wir haben aber da einen Spieler noch oben drauf. Oh, wow, 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 wow. British Hunter mit dem guten Direct Hit. Kann noch einen Speer aufheben. Hat hier noch ein paar Nades aufheben können. Wichtig. Dieter, Dieter. Jetzt ist es ekelhaft, jetzt ist es ekelhaft. Und tot. Dieter, Dieter, tot. Hacknix. Hacknix. Oh, reicht leider nicht. Cello jetzt. Cello mit dem Quad. Im 1 gegen 1. Cello mit dem Quad. Kannst du jemanden schlagen, der auf dem Quad oben drauf ist? Ich glaube nämlich nicht. Er wird den Wurf messern müssen. Er wird ihn damit killen müssen. Was? Das geht? So krass gemacht von British Hunter. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber British Hunter war die ganze Zeit im Wasser drinnen. Hat jetzt irgendwie im Endgame noch einen Speer aufheben können. Und hat ihn damit einfach runtergesperrt. Was ist das denn? Das geht? Man kann Leute schlagen, die auf dem Quad drauf sind. Das ist krass. Wie ich irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig gut gemacht. Ich habe mein ganzes Geld verloren einfach. Einfach ganzes Geld verwettet. Was war da los? Ey, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mich gerne mit der positiven Bewertung und dem Abo auf dem Kanal wissen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Zu den Community Custom Games. Haut rein und bis zum nächsten Video.